Hallo und willkommen zurück in EEP 11 Professional. Das war jetzt falsch. EEP steht schon für Professional. Eisenbahn-Exe Professional 11, so. Und jo, ich nehme gleich noch eine Folge im Anschluss zu vorherigen auf. Einfach weil ich gerade Lust habe und ja. Wann das Ganze jetzt ist, brauche ich dir gar nicht fragen. Das steht ja unten in der Systemzeit drin. Hier nehme ich ja mit auf, weil sonst in der Aufnahme nicht anders zu sehen ist. Ja, den kann man eigentlich auch mal dicht machen. Und ja, wo war ich? Fuhrwerke haben wir auch. Das wäre ja eigentlich auch eine geile Idee. So als Special-Fahrzeug. Apropos Fahrzeug, mir ist so die Idee gekommen, ich lege vielleicht mal die Straßen hier ein bisschen weiter. Hier hatte ich, glaube ich, die Stadtstraße 1. Jawohl. Einfach ein bisschen willkürlich. Jetzt muss ich allerdings hier mit Rücksicht auf den Sportplatz machen. Die Straße soll hier oben vorbeiführen. Das heißt, ich lege die vielleicht im 3D. Stadtstraße 1. Haben wir, draußen wird es gerade dunkel. Zieht wohl mal wieder Regen auf. Jetzt kann man das hier nicht mal so per Doppelklick drehen. Also auf 0 setzen. Bisschen Respektabstand. So. Hier nehme ich jetzt die Gleislücke schließen. Einfach nur, weil ich was gefunden habe und dann habe ich sie im Winkel gerade. Geht schöner, aber ist okay. Nehme ich hier wieder einen schönen vorgefertigten Block. Hier nehme ich die T-Kreuzung. Ja, ne, virtuell will ich es dann doch nicht. Das ist dann hier relativ unpraktisch. So, dann ist sie nicht ganz gerade. Ist immer ein bisschen schöner. Immobilien. Wir bauen mal weiter. Ich suche immer noch ein paar vernünftige. Die ist wieder so dick. Hier ist so ein Jägerzaun. Kann man doch hier für so Häuser und so nehmen. Machen wir später. Ach, hier sind vernünftige Sachen dabei. Das kommt jetzt aber so rum. Sag ich, machen wir später, fange ich doch schon an. Naja. Objekteigenschaften. Kopiere ich mir den Radius raus. Weil das sieht dann hier doch schon besser aus, wenn der einheitlich ist. Ist gerade so aufgefallen, eventuell ist der Zaun ein bisschen protzig. Naja. So. Hier möchte ich was haben, was halbwegs parallel zum Haus geht.
mache ich wieder den Radius. Der ist ein bisschen anders. Geht es noch hinten noch raus. Das Haus hat einen Garten. Der muss auch noch gestaltet werden. Das machen wir aber später. Wenn ich das sage, machen wir es gleich. Ja, aber man könnte ja echt mal anfangen, hier so die Häuser ein bisschen auszugestalten. Wo ich gerade gesagt habe, ich würde gerne die Straßen machen, ist doch alles egal. Hier noch einen dran und dann können wir kann man denn hier hinten noch machen? Hierfür wird der jetzt gut. Wo war er denn hier? Weil hier haben wir diese Noppen nicht, dass die passen. So, dann nehmen wir wieder den Radius von drüben. Dann würde ich aber den hier wieder gerne durch den ersetzen. So. Weiß nicht. Ich glaube, ich baue doch noch mal ein bisschen um. Ich glaube, ich muss es doch bis fast hinten durchziehen. So sieht das mit doch noch ein bisschen klein aus, das Grundstück. So wäre es mir groß genug. Ich setze ihn jetzt mal dran, um einfach zu gucken, auf welche Höhe ich muss. So. So ist okay. Hier diesen Metallzaun kann man hier vor diesem Gebäude nehmen. So, hier muss ich jetzt skalieren, weil der ist zu groß. Mal die Hälfte, ja, das ist gut. Hier ist die Skalierung 0,5.
Scheiß drauf, setze ich halt noch den hier. So. Jetzt brauche ich irgendwas für die Kante. Hier so ein Pfosten. Nee, das sieht auch blöd aus. Ich glaube, ich setze einfach Zaun. Da kann ich jetzt nichts angeben. Da muss ich frei Hand ein bisschen drehen. Oder ich nehme den Radius vom Haus. Wäre auch eine Idee. Ja. Wenn man STRG V drückt, dann sollte es auch gehen. Mit STRG B klappt das dann nicht so ganz. Muss mal gucken, dass ich hier die Kante halbwegs hinkriege. Dafür jetzt den mal Dings wechseln. Weil ich jetzt würde ich gerne fein mit der Achse arbeiten. So, da ist ein kleines Eckchen, das ist aber okay. Quatsch, die kann ich ja einfach guckt jetzt hier auch nicht rein. Wobei mir der hier an der Straße ein bisschen besser entlang fast lieber wäre. Ich nehme immer den falschen, konsequent. So. Das passt jetzt nicht. Der muss auf 0. Ne, 90. Ich hab. War doch richtig. Ich habe nur falsch eingegeben. Nehme ich den 20, der ist zu, der 40 ist zu lang. Dann noch mal den 10. Gucken, dass das hier nicht so durch die speichern, dass das hier nicht durch die Lärmschutzwand geht. Also der muss so. Haben wir hier einen Zaun.
kann man, finde ich, auch noch einlegen. Und hier, finde ich, passt dieser Zaun auch. Aber da baue ich später weiter. Aber jetzt will ich mich gerade erstmal hier drum kümmern. Garten. Hier so eine Bank. Die muss dann hier auch halbwegs ans Haus. Das finde ich, könnte man hier bei diesem, ich nenne es jetzt Marktplatz, noch dazustellen. Ist die Frage, welche größer ist. Ich glaube, das bleibt sich ziemlich egal. So, mit Kurven kann ich das ja leider gerade nicht legen. So ein Sonnenschirm, die stehen auch mal im Garten. Es ist Sommer. Hier steht ein brauner. Dahin. Hier gibt es auch eine Schaukel. Die ist hier so ans Haus angebaut. So, jetzt müssen wir nur, nur noch so drehen, dass es auch vernünftig ausschaut. Nee, die ist nicht ans Haus angebaut, sonst geht das nicht. Eine Schaukel gibt es auch hier. Da habe ich leider nur ein Modell für. Schilder. Ja, bla bla, das hatten wir, glaube ich, schon mal. Das ist so ein Straßenschild. Da hätte ich aber lieber ein halbwegs modernes, hier sowas. Dorfweg. Marktplatz, lange Straße. Oh, das war die Höhe. Nee, ich will die Drehung. So. Das hier ist die lange Straße. Was haben wir noch? Landstraße. Hospitalstraße. Gartenstraße, hier war da noch eben blaues, was ich nicht geguckt habe. Hauptstraße. Parkstraße hatten wir. Burgstraße. Turmstraße. Moselgasse. Domplatz. Fabrikstraße. Friedrich-Ebert-Straße. Das ist auch ein schönes Schild. 90.
sieht vielleicht, was ich hier halbwegs vorhab. So. Zum alten Gaswerk. Ist so eine Bahnhofsstraße. Ach, hier. Sie bekommen die Drehung 180. So. Dann wird die Kreuzung korrekt beschriftet. Schön. Ich will noch eine Flagge haben für Deutschland. Kommt hier vor ein Bahnhof. Hier an die Kante. Perfekt. An die andere Seite genauso. Ein Güter. So kann ich die Kamera auch vernünftig bewegen. Mit den Pfeiltasten. Hätte ich auch mal drauf kommen können. Aber ich glaube, dann bewegt die sich immer noch ein bisschen mit, habe ich das Gefühl. Uhren, da werden eh nur Bahnhofsuhren dabei sein. Garagenzeile. So. Das ist doch was. Ein Kiosk. Ja, man kann das hier ruhig mal ein bisschen beleben. Streckenausstattung könnte man noch was mitmachen. Die Masttafeln würde ich gerne noch anbringen, das aber nicht jetzt. Wobei ich kann eigentlich gerade mal probieren, ob das mit der Dingensfunktion halbwegs vernünftig klappt. Ich nehme jetzt einfach mal hier vom Bahnübergang den. Muss ich natürlich wieder Eigenschaften ändern. So. Wie gesagt, mir geht es nur um die Platzierung, also nehme ich jetzt mal Verkehr, Streckenausstattung, die Masttafel 139. Das ist blöd. Ich nehme jetzt einfach mal als Beispiel den. Frage ist, wo ist die Tafel? Mal weg. Ich setze mal auf 2. Sieht man sie jetzt? Bin ich gerade komplett blöd? Wo ist denn die Tafel? Oder sieht man die nur von einer Seite aus? Nö.
ich raff's nicht. Laut Dingens ist die nicht. Ist die da? Ich sehe aber einfach keine. Oh, hier sind sie. Oder war das die, womit ich gerade rumgebastelt habe? Richtig. Versuchen wir es so. Die ist aber ein Stück weit zu weit drüben. Noch eine Idee besteht darin, wenn ich ein unsichtbares Gleis nehme, einfach das hier mal schnappe, wo der Bahnübergang gerade drauf ist, und setzt das mal mit einem Abstand von einem. Was haben die? 2,5 Meter haben die Masten, glaube ich. Oder setze ich nach rechts rüber. Lässt sich ja hell halbwegs einfach feststellen. Jetzt habe ich das natürlich nicht angepasst, aber das sieht gut aus. Wir müssen natürlich noch sagen, dass er den Gleisstil nicht beibehalten soll. So. Dann nächster Versuch. Nehmen wir mal die hier. Wird besser. Bisschen feinjustieren noch. So. Das ist jetzt mal nur 89,5. Wäre richtig. Hä? Was für eine Länge sind die denn? Länge 70. Habe ich hier eine kleine Verschiebung drin, die jetzt natürlich für die Richtung genau falsch ist. 70,5. Man sieht, glaube ich, was ich vorhab. So, nächste Runde. Nee, nicht 270, 90 mal schon richtig. Gut. Wie das aussieht, sehen wir in der nächsten Folge. Ich verabschiede mich. Bis dahin. Tschüss.